verschoben. Also ich muss sagen, persönlich hat mir die Geschichte mit den Science-Punkten besser gefallen. Aber hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ein Speer. Ein Speer ist eine gute Sache. 200 Punkte haben wir jetzt. Uns fehlt Nahrung. Definitiv. So, Essen, 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 Essen. Damit sind wir schon wieder fast voll. Das ist schon mal ein Vorteil. So, komm mal mit. Passiert das wieder nicht. Keine Ahnung, was es war. Scheint ein Bug gewesen zu sein. Oh, was ich jetzt allerdings gerade sehe, ist, wir können unseren ersten Bart scheren. Das würde ich relativ gerne machen, weil ich weiß, dass es irgendwas damit zu craften gibt später. So, jetzt haben wir aber erstmal nichts, was wir machen können. Ich würde sagen, wir erkunden dann nochmal die nähere Umgebung ein bisschen. Wir haben ja inzwischen einen Speer und wir haben im Notfall auch noch eine Weste, die wir tragen können. So. Okay, Holz haben wir. Oh, ich wusste, dass ich was gehört habe. Jetzt gefährlich. Sieht gut aus. Oh, da sehe ich auch was sehr Gutes. Ich habe jetzt vor, das Ding zu killen, weil dann wäre das der erste Erfolg. Super! Und damit war es das auch mit dem. Super toll. Und hier unten haben wir unsere ersten Schweinchen. Nett. Oh, sogar mehr als nur eins. Das ist auch nett. Vielleicht sogar was ganz Nettes. Nein, ich glaube, da haben wir ein bisschen Pech. Aber vielleicht können wir ihnen ja mal was zu fressen geben. Mal her. Nee, einmal. Die wollen nicht so viel Gesundes haben. Dafür müssen sie immer so viel kacken. Kann man denen noch was geben? Manchmal kann man den zwei. Nein. Gut. Nett trotzdem von euch mir ein bisschen Doom zu überlassen. So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen noch hin. Na komm. Tut zwar auch weh. Oh, wir müssen ein bisschen auf unser Leben aufpassen. Aua. Das ist jetzt natürlich sehr schlecht. Das Problem ist einfach immer, wenn man die getroffen wird. Wenn man getroffen wird, verliert man auch was. So. Ja, das muss man ausgraben. Das ist ein Green Mushroom. Da können wir später mal, wenn wir einen Kochtopf haben. So, wir sollten nicht zu weit von... Oh, das ist auch nett hier. Ein Grab. Und schon wieder Spinnen. Okay, als allererstes brauchen wir mal eine Spitzhacke, die wir gerade nicht haben. Wo ist denn meine Truhe? Da. So, das sind Sachen, die brauchen wir jetzt gar nicht. Da haben wir eine Spitzhacke, die haben wir doch dabei. Und hier ist nämlich ein bisschen mehr Stein, sehen wir da gerade auch. Auch noch. Und dort. Und hier ist, glaube ich, noch was. Und dann kann man mit zwei Tasten auch drehen. Ja. Und hier sind sogar noch mehr Gräber. Nette Sache. Ein paar Rubine. Das ist auch eine ganz gute Sache. Oh, ist das ein neues? Ach, Tab.
Nein, das kennen wir schon. Oh oh. Jetzt wird es natürlich langsam gefährlich. Wir sollten zurückgehen. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo die Spinnen herkamen und herkommen können. Ach, ich drücke mal M für eine Map. Mann, Mann, Mann. Ich bin ja heute wieder dollig drauf. So. Ein Flower dabei. Ja, da sieht man wieder, nachts geht es dann wieder rapide runter. Rapid, ich weiß immer noch, das... World True Camp. Das ist irgendein Camp, scheinbar. Ich weiß aber nicht, wovon, was das heißen soll. Ich sollte man meinen, so... Sieht ja auch so ein bisschen aus wie ein Fußstapfer. Ein riesiges Pferd oder so lang gerannt ist. Ich weiß es nicht. So. Was haben wir denn hier Nettes? Können wir uns einen neuen Hut machen? Ja, das bringt noch nichts. Hier in der Nähe gibt es leider nichts, was wir machen können. Wir könnten allerdings mal gucken. Wir haben doch hier unseren Gefreiten. Ob wir mal davon. Nein, dafür bräuchten wir viel. Dann müssen wir dann doch nochmal los. Aber hier soll was sein, was wir machen können. Und zwar eine Fishing Rod. Wäre eine nice Idee. Auf jeden Fall. So, ein bisschen was lassen wir hier direkt. Schmetterlingsflügel. Könnten wir mal essen. Weiß nicht, was zu bringen. Leben ein bisschen. Ich muss echt so lange warten, dann kann ich nicht direkt hintereinander machen. Aua. So, den Stein nehmen wir uns mal raus. Gucken wir mal, da die... sagt Cutstone. Wäre eine Möglichkeit. Werden wir jetzt auch mal machen. Weil ich ganz gerne... sowieso in Richtung dieser Engine so schnell wie möglich möchte. Deswegen werden wir auch direkt das zweite Mal Cutstone machen. Weiß, dann haben wir zwar keine Steine mehr, aber das sind so Sachen, die brauchen wir. Wir brauchen 6 Gold und nochmal 4 Latten. Ja, wir brauchen Latten. Und das war vielleicht nicht so schlau, das zu machen jetzt. Gut, Feuer. Letzte. Denke ich. Gold haben wir. Was haben wir denn hier noch? Sachen, die wir definitiv da reinpacken. Genau. Ein bisschen was davon. Die Samen lassen wir hier, die brauchen wir hier. Ah ja, jetzt können wir die Froschschenkel mal eben kochen. Dann werden wir auch wieder ein bisschen lebendiger. Wir könnten mal einmal gucken. Improved Farming Plot, B-Box, Driving Road. Was ist denn das? Feining. Da brauchen wir auf jeden Fall auch noch einiges von. Unter anderem Ropes. Komm, wir machen auch mal ein paar Ropes. Guck mal, was wir da. Ah, das tun wir. Und ein Schild. Ja. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wow. Jetzt geht nur sagen, nicht dein Herbst geht schon wieder los. Auch unbedingt Holz und wir brauchen endlich einen sicheren Unterstand. Glaube ich langsam. Ich finde das gerade sehr laut. Also ihr könnt auch mal kommentieren, ob das für euch die richtige Lautstärke ist, wenn ich so jetzt auf dieser Lautstärke weiter aufnehme. Wird dann aber erst in der übernächsten Aufnahme leider geändert, weil heute werde ich mit den gleichen Einstellungen weitermachen, höchstwahrscheinlich. Genau, da hatten wir ja noch was gesehen. So ein bisschen Angst durchzurennen. Oh ja. Oh ja, das ist... eine definitiv schlechte Idee, da durchzurennen.
Ich suche gerade irgendwo einen Teich, wo wir gut drankommen, aber da gibt es, wenn dann nur diesen hier, da müssten wir relativ weit runter. Da liegt auch relativ viel Essen, also man könnte da so reinrennen und versuchen, das Essen zu kriegen. Nein, das wage ich nicht. Ich habe ein bisschen Angst, da jetzt hinzulaufen. So. Ah, und unsere Bäume wachsen und gedeihen auf jeden Fall relativ gut. Wir werden hier mal eben ein bisschen mehr anpflanzen. Ja, einen halten wir mal über. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall Holz für die Nacht. Und auch wenn die noch nicht vollkommen ausgewachsen sind, werde ich jetzt auf jeden Fall mich ein bisschen darum kümmern, dass wir die Nacht überleben. Und dann werden wir wahrscheinlich mal schauen, dass wir uns ein Haus bauen. Und zwar aus Holz, denke ich mal, mit Holzboden und sowas. Das kann man auf jeden Fall machen. Also ich habe schon mal sowas angefangen. Und mit Wänden, ich glaube, das wäre auch ganz gut wegen unserem Feuer. So schnell das Feuer ausgegangen. Ich glaube, das muss man auch, sonst hat man nachher im Winter echt Probleme. Gut, dann werden wir noch mal gucken, dass wir mal schauen, dass wir hier das ganze Holz veredeln. Da kriegen wir dann nämlich das nächste. Woodwall, nein. Stonewall. Stonewall wäre auch was interessant. Dafür brauchen wir aber noch eine andere Engine. Heavy, Woodwall. Nee, das ist es nicht. Also ich weiß, man konnte noch was anderes machen. Ich denke, da braucht man noch ein bisschen was für. In dieser Gegend hatten wir so ein bisschen Glück mit den Steinen. Ich würde sagen, also ich will jetzt noch nicht hier oben wieder hin. Das war mir zu gefährlich im Nachhinein. Wir werden jetzt hier uns ein wenig noch umschauen. Das könnte von der Zeit noch ausgehen. So. Oh, schöne große Bäume hier. Können wir dann mal bei Gelegenheit Holz holen? Wie viel haben wir denn überhaupt noch? 7. Oh, das reicht auf jeden Fall für die Nacht. Aber was wichtiger für uns ist, wir brauchen dringendst Stein. Uns fehlt dringend Stein. Wenn ich mir das angucke. Den Stein haben wir sogar. Uns fehlt Gold. Und Gold kriegen wir leider 90%ig nur von Stein. Oh, kaputt. Dann machen wir uns eine neue. So. Kabelschwanz. Was denn das gerade? Für Geräusche. Also die Geräusche sind auch unten heavy, die neu eingebaut haben. So, schauen wir mal hier so ein bisschen noch. Ah, Stein. Das wird das letzte Stein sein, was wir jetzt mal ganz schnell eben abbauen. Und dann müssen wir auch schon wieder zurückrennen. So. Ganz schnell zurück. Ich muss noch ein bisschen hören, wenn meine Frau und meine Tochter wiederkommen. Ich habe die Türe alles aufgelassen. Also wenn jetzt gleich jemand reinkommt und sagt, hallo, dann ist das meine Frau und meine Tochter. Dann werde ich wahrscheinlich relativ schnell die Aufnahme abbrechen. Beziehungsweise wir werden jetzt sowieso, glaube ich, mal zurücklaufen. Das ist ganz praktisch. So kurz vor der Nacht, weil wir momentan nachts ja doch relativ viel machen. Naja, ich denke nach der Nacht. Nach der Nacht ist definitiv besser. Momentan sind die Nächte eigentlich relativ aufregend. So, zweimal Holz. Und zwar ein bisschen Gras. Können wir auch rauchen, hier so drehen. Hast du mal ein Blind? Ja, sowas machen wir nicht. Ist schädlich, Leute. Drogen schlecht. Naja, so. Ah, das können wir übrigens auch mal machen. Hier so ein bisschen. Zack. 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 Und dafür pflanzen wir doch direkt mal ein paar neue nach. Immer nachpflanzen, immer nachpflanzen. In diesem Spiel relativ wichtig. Jetzt haben wir ja nachher echt ein Problem. Gut, so. Wir schauen mal. Doom bleibt hier. Und das war es dann auch schon wieder, weil uns der Platz hier auch langsam ausgeht. Ich denke, wir brauchen eine zweite Chest. So, dann wollen wir da erstmal gucken, was wir dafür brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall Silk.
Das wäre so das nächste, womit wir, glaube ich, mal anfangen werden. Stein. Ist das Ascherhead? Oh, dafür hätten wir sogar alles. Healing Slay. Was das ist, weiß ich nicht genau. Aber wir schauen einfach mal. Wo sind wir jetzt hin? Kann es aufheben. Scheinbar. So, daher, dass ich so Hunger habe. Achso, man kann sich damit healen. Okay. Aber was Neues gelernt. So, aber wir, ich sehe gerade, wir brauchen definitiv Nahrung. Und die geht uns gerade definitiv auch aus. Also, bis auf... Ja, können wir echt komplett machen. So, lassen wir es mal komplett machen. Und dann haben wir hier noch was. So langsam wäre auch ein Cooking Pot interessant. So, dann haben wir nämlich das auch schon wieder geregelt. Und jetzt wird es langsam dunkel. So. Ich nehme mal wieder meinen zweiten Kopfhörer rein, damit ich definitiv noch mal eben ein bisschen was sehen kann. Schauen wir mal, was wäre denn das nächste, was anliegt? Also wir könnten eine Throne Room machen, dann könnten wir die Nächte überspringen, kostet aber immer sehr, sehr viel Nahrung. Sollte man nicht machen, solange man so wenig Nahrung hat. Ein Pickback. Dafür brauchen wir die Alchemy Engine. Umbrella, keine Ahnung, was das sein soll. Bugnet ist halt, um Viecher einzufangen, brauchen wir Silk für relativ viel. Ich glaube, wir müssen uns ranmachen, ein paar von den Viechern dazu. Killen. Die haben wir uns schon gemacht. Die Pitchfork ist eine der Razor. Ich hoffe, ich spreche da auch richtig aus, wenn ich das zwischendurch mache. Und ja, es war definitiv nur ein Bug, dass das kam, denke ich. So. Gut. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage dann mal tschö, bis zum nächsten Mal.